Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Uli vom Kanal Macramé Yourself. Ich möchte euch heute einmal den Wechselkreuzknoten zeigen. Den könnt ihr wunderbar in verschiedene Projekte einarbeiten, gibt ein ganz tolles Muster. Ich fange da mal an. Ich habe schon mal vorbereitet drei Kordeln. Wir brauchen natürlich vier, um den Wechselknoten herzustellen. Wir machen den Buchtknoten. So. Und jetzt zeige ich euch den Kreuzknoten. Wir nehmen die linke Kordel, legen sie über die mittleren und nehmen die rechte Kordel und ziehen sie von unten durch die linke Kordel durch. Damit haben wir dann einen halben Kreuzknoten. Das Ganze müssen wir jetzt noch einmal von rechts machen. Die rechte Kordel über die mittleren und die linke Kordel von unten durch die rechte Kordel durchziehen. So haben wir dann unseren ersten Kreuzknoten. Er ist eigentlich ganz einfach. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal mit den anderen beiden. Linke Kordel über die mittleren und die rechte Kordel von unten durch die linke Schlaufe ziehen. So. Das Ganze noch einmal von rechts über die mittleren und die linke Kordel durch die rechte Kordel durchziehen. So. Haben wir die ersten beiden Kreuzknoten. Jetzt wollen wir sie natürlich versetzt haben, wie man das hier auf dem Bild sieht. Dann nehmen wir die mittleren vier, nehmen wieder die linke Kordel über die mittleren und die rechte unter die mittleren durch die linke Schlaufe durchziehen. So, da müssen wir ein bisschen Luft lassen, damit wir das Muster auch bekommen. Jetzt machen wir nochmal von rechts über die mittleren, die linke von unten durch die rechte Schlaufe. So, jetzt sieht man hier schon das erste Muster. Machen das Ganze jetzt wieder von der linken Seite mit den vier Bändern. Machen wieder den Kreuzknoten. Jetzt müssen wir wieder darauf achten, dass wir ein klein wenig Luft lassen, um dieses schöne Muster zu erhalten. Nicht zu stramm ziehen, schön locker bleiben. So, jetzt auf der anderen Seite noch einmal. Quatsch, mit dem linken fangen wir an. Den rechten von unten durchziehen. So, schön locker bleiben. Den rechten wieder, den linken von unten durch die rechte. So, da sehen wir schon das Muster. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Luft gelassen als im daneben. Man kann das machen, wie man es möchte. Also eure Fantasie ist keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt es ein bisschen enger arbeiten, wie hier im ersten Muster. Ihr könnt es aber auch breiter arbeiten, lockerer arbeiten, wie ich es gerade hier mache. Ich mache nochmal einen Knoten in der Mitte. Es kommt immer darauf an, was ihr für Projekte habt, was ihr machen wollt. Also gut aussehen tut dieser Wechselknoten natürlich, wenn ihr Windlichter machen wollt. Da sieht das wunderbar aus, wenn dann auch eine Kerze drin steht. Ist ein wunderschönes Muster, was dann da rauskommt. So, noch eine Reihe darunter. Geht auch mal was schief, so wie bei mir gerade. Aber das ist ja ganz normal. So. Noch einmal hier. Das linke Band über die mittleren, das rechte von oben, von unten durch die linke Schlaufe. Ein bisschen locker lassen. Nochmal von rechts. So. Da haben wir das Muster, sieht wunderschön aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten und beim Lernen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Einen wunderschönen Tag euch noch, eure Uli. Ciao, ciao.